immer da was draußen, bis dann vorbei ist. Herzlich willkommen zu einem neuen Kanal. Heute haben wir die brandneuen Magitex Extra Champions League Karten am Start, passend zum Achtelfinalstart, zu den Achtelfinalspielen, der Start der K.O.-Phase. Haben wir also die neue Magitex-Serie von Tops am Start. Und ja, ich bin gespannt, was uns hier heute erwartet. Heute natürlich, wir beginnen wie immer beim Starter-Pack. Aber ich habe auch noch weitere Sachen im Petto. Das wird die ganzen folgenden Tage noch kommen. Und zwar haben wir so ein mega Multipack. Wir haben natürlich noch ein komplettes Display, was wir in einem Video öffnen werden. Da könnt ihr gespannt sein. Wir haben aber auch hier noch so Mini-Tins und so weiter. Also seid gespannt. Abonniert nicht vergessen, falls ihr neu seid und falls ihr das Video nicht am ersten Tag guckt. Dann schaut gerne auf unserem Kanal vorbei, ob die anderen Videos schon online sind. Heute erstmal das Starter-Pack. Was uns erwartet uns hier? Ein Game-Guide. Schauen wir mal, was das ist. Ein Collectors Binder, also ein Album. Zwei Päckchen und zwei limitierte Karten. Dann zusätzlich noch hier der Verweis auf die Chrome X-Karten. Und dann noch diese Black Edge-Karten. Da haben wir ja bei der normalen Serie schon ein paar bekommen. Die waren sehr, sehr edel und sehr, sehr cool. Dann gab es auch neue Club 100-Karten. Auch so Club 100-Legenden. Und es gibt auch Autogramme wieder. Also einmal so Combo-Autogramme hier in Form von Diogo Jota und Michael Owen oder auch ein Thomas Müller kann man theoretisch finden. Hier sind die neuen Karten. Es gibt Out of the World Karten, neue Squad Update Karten, Trainer Karten, Headline Hero, so alte Man of the Match Heritage Karten, die Unbeatable 101 von Erling Haaland, Chrome Elite Karten, Limited Edition Karten, Exclusive Rewards Karten und so weiter. Ich würde sagen, wir öffnen einfach mal hier das Pack. Wenn ich es schaffe, ich hole mir eine Kartenschere, die solltet ihr jetzt überall im Zeitschriftenhandel finden oder halt bei Tops direkt. Und ja, mal schauen, was wir finden. An der Stelle natürlich groß Dankeschön an Tops wie immer, die dieses Video erst ermöglicht haben. Und ja, mal schauen, was wir hier haben. Wir haben als erstes hier das Album. So sieht es aus. Also ganz normales Album, wo ihr hier die Karten einsortieren könnt. Bei Magitex Extra meistens ziemlich großzügig. Dann haben wir hier unten die beiden Päckchen. Dann haben wir hier, das müsste der Game Guide sein. Da schauen wir mal rein, was wir da drin so haben. Hier erstmal die Karten werden vorgestellt, dann wie man spielt und so weiter. Spielanleitung, dann die verschiedenen Kartentypen. Also es gibt wieder Base-Karten natürlich und dann Manager, Squad-Updates, Performance-Boost-Karten. Da gibt es auch diesmal wieder Crystal Pearls. Also das sind sozusagen alle Base-Karten, so, oder so, soweit ich das weiß, gibt es in jedem dritten Päckchen gibt es so eine Crystal Parallel. Also die sehen dann genauso aus wie die Base-Karten, aber glänzen halt. Dann gibt es noch normale Vollkarten, einmal die Squad Icon-Karten mit der Nummer im Hintergrund, der Trikotnummer, Hattrick-Hero-Karten, dann Emerald-Vollkarten in jedem vierten Päckchen. Es ist, glaube ich, so, dass, also da gibt es auch nochmal die anderen Karten als Crystal Parallels. Ich weiß nicht, ob man, also ich glaube, die sind dann die Regular. Also ich glaube, die bei den, okay, ganz kurz, so wie ich es schon verstanden habe, die Base-Karten gibt es dann noch als Crystal Parallels und die normalen Vollkarten, wo die Base, also die normalen Karten sozusagen schon glänzen, die gibt es dann nochmal als Emerald, so als grüne Parallel. So, da haben wir es jetzt auch. Dann haben wir eine Mirror-Foil-Karten in jedem Päckchen, unter anderem hier Mega-Value, Kalidou Koulibaly, die sehen sehr, sehr cool aus. Dann haben wir Fluorescence-Foil-Karten, da bin ich mal gespannt, wie die aussehen werden. Out of the World gibt es hier zum Beispiel von Philipp Kostic. Da gibt es hier diese Man of the Match Heritage-Karten, die sehen aus wie in der zweiten, zweiten Magitex-Serie, unter anderem gibt es hier sozusagen zum Beispiel auch Schlotterbeck. Da gibt es diese Black Edge-Karten, die haben keine Werte und so weiter, sehen sehr, sehr cool aus. Dann gibt es die Club 100 und die Club 100 Legenden. Dann gibt es Chrome Edge-Karten, Chrome X-Karten, sehen sehr, sehr cool aus. Und hier jetzt die Autogramme für euch, nochmal die Checkliste. Die Autogramme kann man theoretisch ziehen: Harvey Elliott, Bentancourt, Veran, Felix, Verratti, Müller, Adeyemi, Soboschlei, Schlager und Martinez. Also wenn man ein Autogramm zieht und dann Schaber Schlager, das
Nichts gegen ihn, aber trotzdem. Und dann die Duo-Autogramme gibt es hier Hurricane und Son, dann Werner und Kunku, Oman und Gnabry. Und dann gibt es Past and Present, Owen und Jota und Iniesta und Petri. Und ich weiß nicht, warum da zwei so gelb vorher gelb sind, keine Ahnung. Und die Autogramme gibt es in verschiedenen Parallels. Einmal die Mirrors zu 25, das sind wahrscheinlich einfach so Holo-Karten. Dann Rainbows zu 10 und Cold Rainbow One of Ones. Und ja, ich bin gespannt, sieht sehr cool aus. Wahrscheinlich sind die gelb, weil die... Ne. Aber wahrscheinlich sind die einfach gelb, weil die hier oben gelb und schwarz sind, aber dadurch, dass die ganzen anderen Sachen egal. Ja, Autogramm habe ich lange nicht mehr gezogen. Achso, das habe ich noch nicht gezeigt. Den Chrome X-Karten gibt es auch Parallels. Hier sieht man als Beispiel bei Saka, die sind hinten dann so nummeriert. Da gibt es auch so 99, so 50, 25, 5 und Super Fractor Parallels. Die sind bestimmt sehr, sehr cool. Und dann haben wir die Checkliste, die schauen wir uns auch kurz an. Da haben wir als erstes die Squad-Updates. Ihr könnt euch die zu jeder Zeit stoppen, falls ihr nochmal genauer schauen wollt. Dann gibt es Manager-Karten. Dann gibt es Awakened-Karten, also Auswärtstrikot, Starburst, Performance-Boost und Squad-Zone. Also sehr cool. Soweit ich weiß, gibt es leider immer noch keine Karten von Eintracht Frankfurt. Das ist ja unser Lieblingsteam. Ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwas mit Lizenzen zu tun hat, weil anders würde es eigentlich keinen Sinn machen, aber ja, definitiv habe ich da jetzt auch keine Antwort von Tops bekommen, weiß ich jetzt nicht genau, aber ja, das wollte ich nur dazu sagen, aber es gibt auch ein paar andere deutsche Teams, also könnt ihr gerne mal die Checkliste abchecken. Also eine Menge an Karten, auch eine Menge an Limits wieder. Hier schauen wir mal Black Limited, Gold Limited, mal schauen, ob wir die jetzt gleich sehen werden. Dann normale Limis aus Matchsticks-Päckchen oder Produkten. Und dann gibt es noch blaue Evolution und Classic Celebrations in den verschiedenen Produkten, wie Tints und so weiter. Und natürlich gibt es auch eine Matchsticks-App, die könnt ihr auch gerne abchecken. Und dann für das Album haben wir hier so das Frontcover, so sieht es aus. Eigentlich ganz nice, hinten sieht es so aus. Und dann haben wir nochmal die Checklist, die wir gerade angeschaut haben, hier auch nochmal fürs Album. Und dann haben wir es fast schon geschafft. Ich bringe die Kamera ein bisschen runter. Und dann haben wir unsere zwei Päckchen und hier gibt es eine exklusive Black Limited und hier eine exklusive Gold Limited. Also hier schöne Päckchen. Dann schauen wir kurz nochmal von hinten auf. Also die Papierpäckchen. Karten made in Italy, wie man es gewohnt ist. Und hier die verschiedenen Orts. Also es gibt verschiedene, ganz viele verschiedene Karten. Könnt gerne wie immer stoppen. Und ja, sehr, sehr cool. Hier auch nochmal die ganzen Autogramme und so weiter. Ja, sehr, sehr cool. Also eine Super Fractor. Ne, wobei so genau stehen die Parallels gar nicht drauf. Aber ja, mal schauen. Wir haben hier auf jeden Fall unsere Limis drin, ne? Das wissen wir schon. Und dann wahrscheinlich noch ein paar reguläre Karten. Oh, wir haben als erstes eine Coin-Karte. Exklusiv, Exclusive Reward Card. Was steht da drauf? Also hier ist ein Code drauf, den zeige ich euch mal nicht, weil ich selber ausprobieren werde. Scan this code to unlock an exclusive 100 Millionen App-Team. Das heißt, man bekommt dann ja 100 Millionen Team in der App. Sehr cool, aber auch eine coole Karte, glänzt, also sehr, sehr nice. Und dann haben wir eine Limi von Neymar. Und die sieht sehr, sehr edel aus hier. So, ich kann es nicht genau beschreiben, mit so, ja, kleinen Vorzeichnung. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr coole Karte. Sehr, sehr cool Limi. Und dann haben wir jetzt noch unsere regulären Karten. Squad Update, Skjærgaard, Berghuis. Dann haben wir den Headline Hero Gakpo, der jetzt zu Liverpool gewechselt ist. Squad Update, Henrichs. Dann haben wir Hinchapie, Awakened. Hinchapie. Dann haben wir per Performance Boost für Bruno Hernandes. Dann haben wir Kamara. Dann haben wir eine sehr coole Karte, Nemanja Matic, Squad Zone. Das sind diese Karten mit der Nummer im Hintergrund und ihr seht vielleicht ein bisschen, die glänzt auch ein bisschen, also die Nummer und so weiter glänzt. Das ist ganz nice. Dann haben wir eine Mega-Value für Ousmane Dembélé, die auch so ein bisschen so einen Mirror-Foil-Effekt hat. Mega-Value, sehr, sehr cooles Design. Fluorescent, das so sehen die Fluorescent aus. Die haben so ein bisschen das ganze Orangen, das sieht man auf der Kamera, glaube ich, jetzt ziemlich schlecht. Aber die Karten, das ganze Orange ist sehr, sehr grell,
und so neonartig und der Hintergrund dann so mirrorvoll. Sehr cool. Und wir haben eine Man of the Match, eine Heritage. Und das ist Thilo Kehrer. Man of the Match hier, Topps Heritage. Sehr, sehr cool. Sehen aus wie damals von der. Fühlen sich aber anders an. Von der Haptik und so, so komplett anders. Aber ja, coole Idee, diese Heritage-Karten. Hatten wir ja letztes Jahr zum Beispiel auch schon oder auch bei der normalen Serie. Finde ich cool, dass Topps das Ganze weiterbringt. Und jetzt haben wir eine nächste Code-Karte. Diesmal war sie schon umgedreht. Also man bekommt tatsächlich zwei Stück. Dann gönne ich euch mal eins hier. 100 Millionen Team für den schnellsten von euch. Ja, gönnt euch. Dann haben wir hier die Black Limited Edition für Bernardo Silva, glaube ich. Oder das ist jetzt die Ultimate, oder? Nee, die andere war auch Ultimate. Keine Ahnung. Ah, jetzt im Hintergrund sehe ich es. Also die einmal bei Neymar ist im Hintergrund so silber-schwarz und bei Bernardo Silva ist im Hintergrund so gold. Okay. Aber auf den ersten Blick sehen die ziemlich ähnlich aus. Aber beide sehr, sehr cool. Dann haben wir Thiago Silva, Carvalho, dann den ersten Trainer von Celtic, Starburst, Binanzola, Luis Alberto, Performance Boost, Hernandez, Squad Update, Los Celso. Dann haben wir Squad Zone, Aubameyang. Dann haben wir unsere erste Emerald Squad Zone. Also so sehen die dann aus. Also die, die normal so ein bisschen schon Glanz haben, die haben dann so eine grüne Emerald. Sehr, sehr cool für Christian Romero. Hier haben wir so einen grünen Crystal Effekt. Und dann Mega Value Brozovic und Alfonso Davies Out of the World. Oder Out of this World. Sehr cool. Also wieder viele verschiedene Parallels, viele verschiedene oder Inserts. Viele verschiedene Kartentypen. Sehen auf jeden Fall wieder sehr, sehr cool aus, muss ich sagen. Also, das war mein Starter-Pack-Opening. Wie gesagt, das ist das erste von vielen Videos zu der Serie. Und in den folgenden Tagen seht ihr noch mehr. Aber das Starter-Pack muss immer als erstes kommen. Das war mein Video dazu und dann mein Video für heute. Schreibt mal gerne eure Meinung zur Serie in die Kommentare. Und dann sehen wir uns bald wieder hier bei Red United. Ciao, ciao.